Okay, also ihr Lieben, hallo alle, die jetzt hier in dem Livestream sind. Willkommen bei Naturepreneurs. Herzlich willkommen Stefan. Herzlich willkommen alle Leute auf Facebook, auf YouTube und alle, die nachher diesen Podcast sich anhören, wo auch immer, in iTunes, auf Spotify, bei Google Podcast oder auf naturepreneurs.de. Ihr seht schon, ihr könnt uns nicht entkommen. Hi Stefan. Ja, schön, dass wir wieder mal sprechen. Ist sehr gerne. Super lange her, aber fühlt sich irgendwie an wie eine Zeit lang. Du warst ja der zweite Interviewgast und dann hatten wir zwischendrin so ein paar Interviews und als die dann rauskamen, waren die eigentlich schon gar nicht mehr wieder aktuell. Das heißt, das zeigt schon, wie viel sich sozusagen tut generell so in deinem Leben. Vielleicht kannst du einfach mal ein kurzes Update geben, Stand heute, wo du bist. Und dann arbeiten wir uns so ein bisschen zurück von Deutschland verlassen, was dann alles passiert ist. So ein bisschen im Kurz-Update-Format, dass alle, die dich jetzt, sage ich mal, seit dem letzten Interview nicht gesehen haben, wissen, was gerade so dran ist. Genau, Deutschland verlassen ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Und das ist jetzt fast mittlerweile 3 Jahre her. Im September sind es 3 Jahre, wo ich meinen Lebensmittelpunkt hier auf der schönen Sonneninsel Zypern gefunden habe. Und ich nenne das immer liebevoll gerne Paradise Island. Das Einzige, was ich vermisse, ist eine Sauna, weil ich seit über 30 Jahren in die Sauna gehe. Aber bei über 30 Grad hier im Sommer und über 320 Tage Sonne im Jahr ist es was, wo ich mit leben kann. Also das geht ganz locker. Ja, es tut sich eine ganze Menge immer in meinem Leben. Das ist tatsächlich so. Und wie fangen wir da an? Aktueller Stand ist, dass ich im Februar diesen Jahres eine Mastermind hier auf Facebook gegründet habe. Die heißt Gedankenkraft Frequenz Mastermind. Und der Grund ist, dass ich mich sehr, sehr intensiv in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mit dem Thema der Geisteskräfte beschäftigt habe, wie unser Gehirn funktioniert, wie die Gesetze des Geistes funktionieren, beginnend mit dem Unterbewusstsein, wo ich mich eigentlich seit fast 30 Jahren jetzt mit beschäftige, mal mehr, mal weniger intensiv, in den unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Und als ich, wann war das denn, 2011, 2012, habe ich ja mein erstes Online-Coaching damals veröffentlicht. Wer mich aus dieser Zeit kennt, weiß, dass ich ein Buch über Twitter geschrieben habe, mich intensiv mit dieser Social-Media-Entwicklung damals beschäftigt habe, was für uns heute alles vollkommen Realität ist. War damals nicht denkbar, in 3, 4, 5 Plattformen gleichzeitig real-time zu streamen über dieses Netz hier. Mittlerweile gang und gäbe seit 2 Jahren, dass wir live gehen können. Und in diesem Social Media Rockstar Strategie-Coaching ging es um die Positionierung, um das Branding als Trainer, Coach, Experte in den Social Networks. Mhm. Und da waren so 20% waren damals schon eingebaut, Mindset. Also wie ist meine Einstellung, wie arbeite ich mit meinen Gedanken? Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, als ich damals die Lektionen erstellt habe, haben die mir unglaublich Freude bereitet. Also der andere Content auch, aber da merkte ich so, hey, da hüpfte wirklich mein Herz. Das ist ein Thema, was mich mein ganzes Leben lang begleitet und wo ich immer wieder Spaß habe und mir das aus unterschiedlichsten Perspektiven und Betrachtungsweisen auch immer wieder anschaue. Und da war schon klar, dass ich irgendwann etwas machen möchte, das genau nur sich mit diesem Thema beschäftigt. Mhm. Danach kam dann halt eine sehr intensive Transformationsphase und wo ich halt auch über meine Berufung sehr intensiv meditiert habe, 1, 2 Jahre. Und daraus ist dann halt einfach entstanden, dass ich mich sehr intensiv dafür jetzt verschrieben habe, der Menschheit einfach auch das Wissen weiterzugeben, wie machtvoll sie mit ihrem Geist arbeiten können, dass sie Schöpfer sind, dass sie sich ihre Welt selbst kreieren, erschaffen und wie das alles funktioniert, damit es dann auch funktioniert. Genau. Ja, cool. Genau, und da ist die Gedankenkraft Mastermind daraus entstanden, hier auf Facebook, wo wir jetzt auch live reinstreamen. Also unter Umständen siehst du das gerade in dieser Gruppe natürlich. Die habe ich Anfang Februar habe ich die gegründet, wächst permanent weiter und ich habe da eine große Vision mit der Gruppe, dass es wirklich die führende Gruppe wird im deutschsprachigen Facebook, wenn es um das Thema
Mindset geht, um das Thema Macht der Gedanken und ja, genau. Und erzähl nochmal so ein bisschen, wie sich so dein Business entwickelt hat, weil ich habe dich ja so als, sag ich jetzt mal, Verkäufer, Trainer, Coach kennengelernt, ne? Und dann sag nochmal so, erzähl mal so ein bisschen, wie das so Mitte der Zypern-Connection ging, was danach kam, wo du jetzt gerade stehst. Naja, ich beschäftige mich, oder ich sag mal, ein ganz großer Break war vor gut 10 Jahren. Ich war 18 Jahre im Außendienst tätig und ja, in den unterschiedlichsten Bereichen. Und dann war wirklich so ein Break, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist die Zeit wirklich reif, mich intensiv mit diesem Thema Internet zu beschäftigen, auch Internetmarketing. Mhm. Damals 2000, also ist ja jetzt unglaubliche 19 Jahre her, habe ich mich schon intensiv mit diesem Thema beschäftigt und wusste, okay, das Internet ist nicht irgendwie so eine, ja, ja, so eine fixe Idee, so von ein paar Verrückten, sondern das wird unsere Welt maßgeblich dramatisch für immer verändern. So, und da war ich aber halt nicht mit dabei, da gibt es ja dieses Stichwort ja, neuer Markt oder Dotcom halt, ne, so. Und vor 10 Jahren war dann wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist für mich die Zeit, mich intensiv mit diesem Thema Internet zu beschäftigen, auch Vermarktung übers Internet, Internetmarketing. Habe dann, wie gesagt, mich mit dieser Social-Media-Entwicklung beschäftigt und wie die Kommunikation im Internet halt funktioniert und dann halt auch, wie man Produkte erstellt und diese ganze Geschichte. Und habe dann 2015 begonnen, mich mit Affiliate-Marketing intensiver zu beschäftigen, da ein großes neues Projekt mit dann aufgebaut. Und ja, damals schon mich intensiv mit dem Thema Coaching-Produkte im Online-Marketing beschäftigt, mit meinem Kooperationspartner. Und ja, der dieses Konzept aus den Staaten mehr oder weniger adaptiert hatte, sehr erfolgreich dann eingeführt hatte. Und ja, das ist komplett bei mir. Also ich habe dann auch ein Projekt gemacht, da ging es um Personal Branding. Das ist komplett gescheitert. Also komplett gescheitert. Wenn ich es heute betrachte, es lag einfach daran, dass ich auf 5 Hochzeiten gleichzeitig getanzt bin, sehr viel in der Welt unterwegs war, gar keinen Fokus drauf hatte und nicht wirklich die Leidenschaft entwickelt habe. Und ja, 2017 kam das Thema dann wieder auf, wo ich gesagt habe, okay, das schaue ich mir jetzt nochmal genauer an, ja, weil das halt ja ein enormer Wachstumsmarkt auch ist, ja, dass man Wissen qualifiziert auch online weitergeben kann. Und die Art und Weise, wie wir das weitergeben, wie wir die Menschen erreichen, ist heute smarter und einfacher und ja, macht mehr Spaß denn je. Also es braucht wirklich so gut wie nichts mehr, außer eine Community, die man über eine Gruppe halt sehr schnell aufbauen kann, ins Leben rufen kann und dann letztendlich auch ja, seine Dienstleistungen, seine Coachings, seine Programme entsprechend dort auch präsentieren kann. Und auch vermarkten kann. Genau. Okay, ich fange mal ein bisschen an zu bohren. Ne? Es gibt nämlich so ein paar Themen, die mich interessieren. Das eine Thema ist, wie ist es auf Zypern zu leben? Was ist da auch für eine Community? Da habe ich ja einige interessante Leute so zusammengefunden. Da scheint ja einiges zu gehen in der verdichteten Lokalität dieser kleineren Insel sozusagen. Ja, lass mal eine Frage nach der anderen machen. Das ist ein schönes Stichwort. Nee, lass mich erstmal alle Fragen aufdröseln, dann können die Leute, die nämlich gerade anhören, sich entscheiden, was sie interessant finden und können uns mal kurz schreiben, ob sie auch noch eigene Fragen haben und dann baue ich die nämlich so ein bisschen ein. Zweite Frage ist, oh, ich sehe gerade, ich habe hier voll die Augenringe. Der Gabriel hat heute irgendwie 5-mal in der Nacht gespuckt. Naja, also weiter geht's. Mike, meine Kinder. Ja, genau, also das ist schon echt ein harter Job. Also Papa geht ja noch, aber Mama ist, das ist schon echt ein knaller Job. Mein Respekt an alle Mütter da draußen, vor allem mit kranken Kindern. Sie werden irgendwann wieder gesund. Ja, also Zypern ist eine Sache, die mich interessiert. Das Zweite, was mich interessiert, ist generell High-Price-Coaching über so diese gesamte Sache
Gedankenkraft und Mentaltraining und so weiter, haben wir ja auch schon sehr viel in den vorherigen Videos gesprochen, sage ich mal. Da gehen wir gleich sicher nochmal drauf ein, was du jetzt da ganz konkret startest und was das ist. Aber ich sage jetzt mal so die, die Basics mit The Secret und Pipapo, was sich so daraus entwickelt hat, die lassen wir mal weg. Also das ist aber eine Sache. Und das Zweite, was mich natürlich brennend interessiert, ist auch diese Mischung, wo es zusammenkommt. Also ich sage jetzt mal hochqualitatives Coaching, das High-Price-Coaching, also das Ganze, wie sieht es im Businessmodell aus? Und dann auch, du hast ja tatsächlich, du bist ja ein, ich glaube, mein erster Titel war ein Verkäufer mit Kopf und Herz oder irgendwie so. Herz, Kopf und Leidenschaft. Ein Verkäufer aus Leidenschaft, genau. Und, Herz, Kopf und Leidenschaft, das hat sich nicht geändert bis heute. Genau, und während ich früher dem doch so eine kleine, also in der Erstellung dieses Titels vielleicht da doch noch so eine kleine kritische Note mitschwang, würde ich sagen, heute, 8 Jahre später oder so, würde ich sagen, es ist eine große Errungenschaft, Leuten das, von denen man überzeugt ist, verkaufen zu können. Und es ist ein großer Dienst an den Menschen, denen das dann, die auch zu aktivieren, tatsächlich das zu tun und nicht nur darüber nachzudenken. Ich weiß, du siehst das schon die ganze Zeit so. Und ich habe noch eine andere Definition. Ja, dabei. Okay. Mhm. Ja, also verkaufen ist für mich pure Liebe. Mhm. Weil es wirklich genau das ist, was du gerade beschrieben hast. Wenn ich ein Produkt habe, von dem ich absolut überzeugt bin, wo ich absolut hinterstehe, was maximalen Nutzen, Service und Vorteile für den Kunden bietet, das ist alles selbstverständlich und eine Grundvoraussetzung. Ja. Ja. So, dann ist es die Fähigkeit, die große Verkäufer auszeichnet, dass sie wirklich Menschen dabei helfen können, eine Entscheidung zu treffen und dadurch ihr Leben smarter, einfacher, sicherer, besser, komfortabler werden lassen. Ja. Okay, cool. Also das sind so diese drei Themenkomplexe, die mich gerade interessieren besonders. Und lass da einfach mal starten. Ich weiß ja, also nachdem du hast ja wirklich diese Affiliate-Plattform aufgebaut mit deinem damaligen Partner dann und das ging zu Ende, aber möchte ich nochmal sagen, das war auf jeden Fall in diesem Bereich, was ihr da beide zusammen gemacht habt, ein außergewöhnliches Resultat, ja, was mich auch und ich glaube dich auch an manchen Stellen geflasht hat, wie in kurzer Zeit enorme Reichweite erreicht wurde und wirklich viele Leute Teil dieser Community wurden. Dann gehen wir jetzt nicht drauf ein ins Detail, wie es war. Ging diese Zweierbeziehung zu Ende und hat sich dieses Team aufgelöst. Und dann kam bei dir dieses Thema High-Price-Coaching in den Vordergrund. So ein bisschen zweigeteilt. Einerseits mit dem eigenen Angebot, Gedankenkraft, das kann ich mich erinnern, haben wir ja auch schon, also da sind wir beide ja auch schon letztes Jahr dran, das ist jetzt nicht auf einmal geboren, sondern das hatte ja auch schon einen längeren Vorlauf, ne? Hat sich immer weiter auch verfeinert, so, können wir gleich auch nochmal drauf. Es hat sich weiterentwickelt, ja. Ne? Wie sich das genau weiterentwickelt hat von so unseren ersten Runden hier um den See bis hin zu jetzt, wo es jetzt bald losgeht. Und dann hast du aber zusätzlich noch in einem anderen Team im Sales eine Rolle gehabt, also im Vertrieb und hast da das Vertriebsteam aufgebaut. Und ich würde dich einfach mal bitten, erzähl einfach mal kurz ein bisschen, was ist eigentlich dieses High-Price-Coaching? Wie ist das entstanden? Wie ist das jetzt so, setzt sich das ab als Businessmodell?
im Gegensatz zu, ich verkaufe mein E-Book, ich verkaufe meinen Online-Kurs, ich mache mal ein Tag-Coaching, so, ordne das mal bitte ein bisschen ein. Und dann haben wir gestern auch drüber gesprochen, was gibt es denn in diesem High-Price-Coaching-Segment eigentlich für Erfolgsstories aktuell? Und das fand ich auch interessant, das von dir zu hören, weil du da bist ja so da drin. Ja, also vielleicht kannst du einmal ein bisschen erzählen, dieses High-Price-Coaching, was ist das eigentlich? Wer macht das? Wieso funktioniert das? Und dann nochmal so ein bisschen deine Rolle, die du da in diesem anderen Team gespielt hast, wo du den Vertrieb aufgebaut hast. Und da interessiert mich halt vor allem, wie war das aufgebaut? Wie ist dieser Funnel aufgebaut? Und wie funktioniert das? Womit wollen wir starten? Zypern-Community oder die zum Schluss? Oder? Nee, die machen wir ein bisschen später. Mich interessiert jetzt erstmal eigentlich dieses Business-Modell High-Price-Coaching. Okay. Wie funktioniert das? Also richtig ausgedrückt heißt es halt Coaching und Consulting. Also wir sprechen von einem Markt, der ist 250 Milliarden Dollar groß weltweit und der wächst halt zweistellig jedes Jahr. Mhm. Und warum wächst der halt zweistellig jedes Jahr? Weil wir enormen Bedarf an hochwertigen Coaching und Training und Consulting in den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen haben, weil die Welt sich einfach rasant verändert. Das ist nichts Neues, das haben wir seit 10, 15, 20 Jahren, seit wir das Internet haben. Der Treiber ist das Mooresche Gesetz. Durch die Verdopplung alle 18 Monate der Speichergeschwindigkeit und auch der Taktung, ja, ist diese enorme exponentielle Beschleunigung, in die wir uns alle befinden, überhaupt erst technisch machbar. Ein Peak oder ein Höhepunkt ist noch nicht absehbar. Das heißt, diese Beschleunigung wird weiter zunehmen. Hinzu kommt jetzt die künstliche Intelligenz, die uns alle nochmal vor ganz, ganz neuen Herausforderungen stellen wird, in Kombination mit der Robotik. Und die wird nochmal ein vollkommener Gamechanger sein in der kompletten Menschheitsgeschichte und hat unter anderem zu Konsequenzen, dass wir 5 bis 10 Millionen Arbeitsplätze in den nächsten 5 Jahren einfach in Europa alleine verlieren werden. Ja, und ich würde das mal so zusammenfassen, die White Collar, also die hochwertigen Arbeitsschritte, die Zeit verschiebt sich hin zu hochwertigen, mehr Denkarbeiten sozusagen, ja, also die Wissensleute sozusagen kommen, während mein Roboter hier den Fußboden wischt, das muss ich nicht mehr machen, ja, und gleichzeitig sinken die Kosten für Kommunikation, was du eben schon gesagt hast, also Speicherplatz, Computer und so weiter, aber auch generell die digitale Infrastruktur, das heißt, die Kosten, mich mit jemandem oder auch mit vielen Leuten gleichzeitig zu verbinden und zu kommunizieren, auch relativ lebensnah über Video, sinken fast gegen null. Und das ja, ganz genau. Das ist so die technische Sichtweise der ganzen Geschichte. Gesellschaftlich ist, wie gesagt, so, dass da enorme, große Bevölkerungsschichten vor einigen Herausforderungen stehen werden in der Zukunft. Mhm. Und da sind halt nicht nur die, niederen Einkommensklassen von betroffen. Ja, ich sag mal, in Produktionsprozessen ist ja mehr oder weniger alles schon wegrationalisiert worden. Ja, so wenn du dir so ein Amazon-Lager anguckst, ja, da huschen ja nur noch Roboter rum oder die Regale fahren automatisiert. Ja, bald brauchen wir nicht mehr den Postboten, dann kommt die Drohne. Die Drohne stellt dir das auf den Kaffeetisch, ganz genau. Und was jetzt aber kommen wird, ist, dass diese hochqualifizierten Berufe auch betroffen sein werden. Das heißt, wer heute noch Jura studieren wird, ja, der muss sich wirklich extrem fokussieren und spezialisieren, dass er überhaupt noch einen Job haben wird. Das heißt, in solchen Bereichen. Blockchain machen in 10 Jahren. Zum Beispiel. In solchen Bereichen wird es demnächst einfach nur noch Software geben, Logarithmen geben, ja, die dir alle Gerichtsurteile weltweit in einem Bruchteil von Sekunden ausspucken werden, weil wir einfach diese enorme Kapazität der Rechner haben, die Geschwindigkeit haben. Mhm. Genau, das ist so die eine Situation. Der Coaching- und Consulting-Markt als solches ist nach wie vor noch sehr offline-lastig. Das heißt, wenn man sich klassische Unternehmensberatungen anschaut, ja, Ernst und Young, wie die großen Player alle heißen, dann passiert das alles sehr, sehr offline-lastig noch. Das heißt, für jeden, der sich halt in diesem Online-Markt jetzt positioniert oder da seit Jahren schon drin ist,
und eine gewisse Expertise hat, ein gewisses Know-how, eine gewisse Erfahrung einfach hat, hat mehr oder weniger sehr, sehr gute Voraussetzungen, dort einfach sich entsprechend zu positionieren. Zum klassischen Marketingmodell im Online-Marketing, Internet-Marketing, das sich damit beschäftigt, ist es ein Game-Changer, weil wir drehen die Marketing-Pyramide um. So, wir haben alle in den letzten Jahren gelernt, ja, erst gibst du ganz viel Gratis-Content, das ist auch heute nach wie vor noch gut, aber dann machst du halt einen Tripwire, ja, so mit dem E-Book oder vielleicht eine kostenlose Meditation oder ein Video oder ein Coaching. Und dann kommt dein erstes Produkt für 197 Euro, dann kommt ein Upsell für 497 Euro und dann vielleicht noch 997 Euro. Und dann geht es vielleicht noch irgendwie weiter. Das heißt, wir haben so eine breite Marketingpyramide aufgebaut und oben steht das teuerste, hochwertigste Produkt. Ja. Im Online-Marketing oder im High-Price-Consulting-Business ist es genau umgekehrt. Das heißt, wir starten direkt mit dem teuersten, hochpreisigsten Produkt. Natürlich kann man auch dort noch 2 oder 3 Upsell-Möglichkeiten einbauen, weil die Erfahrung zeigt einfach, dass ein Kunde, der einmal ein sehr hochwertiges Produkt gekauft hat, und dort auch das Vertrauen geschöpft hat und begeistert ist von den Programmen, dann auch gerne noch bereit ist, zu einem signifikanten Anteil dieser Zielgruppe auch nochmal höher zu gehen. Das heißt, nochmal ein Special-Programm zu buchen. Auch das ist möglich. Aber das sind so die beiden hauptsignifikanten Unterschiede, die wir so in diesem Markt haben. Okay, das heißt, lass mich das mal kurz zusammenfassen. Und auch rein marketingtechnisch ist natürlich, ja. Ich sag mal, ein ganz entscheidender Unterschied, also mal ein Beispiel, ein Programm kostet 5.000 Euro. Das heißt, wenn du einen 5-stelligen Umsatz im Monat machen möchtest, dann sind es 2 Kunden, richtig? Ganz einfach gerechnet. Rechnet es mal mit einem 47-Euro E-Book aus oder einem 79-Euro-Coaching oder Online-Coaching-Programm oder was auch immer du verkaufst. Das heißt, die Schlagzahl, die Masse ist eine ganz, ganz andere. Und das sind einfach ganz signifikante Punkte, die du in diesem Geschäftsmodell einfach für dich nutzen kannst. Das heißt, wo vielen Leuten dieser Sprung vom gewohnten, sage ich jetzt mal, 47 Euro E-Book oder 69 Euro Videokurs hin zu diesem hochpreisigen Coaching irgendwie ein bisschen so das Gefühl haben, das ist ein Sprung. Sagst du jetzt, nee, warte mal, das ist eigentlich erstmal davon so ein bisschen losgekoppelt, weil dieses High-Price-Coaching auch digital basiert, ist eigentlich das Pendant zum Offline-Coaching, wo die entsprechenden Tagessätze ja auch abgerufen werden. 3, 5, 10.000 und noch mehr. Also es gibt keine Grenzen in dem Markt. Ich habe letztens mit einem Unternehmer hier in Zypern gesprochen, den kennengelernt. Der hat einen Tagessatz von 20.000 Euro im Consulting-Bereich, im ganz speziellen Bereich. Und da gibt es tatsächlich keine Grenze. Die Grenze definierst du letztendlich selbst als Unternehmer. Ja, wie exklusiv, wie transformierend ist deine Expertise, ist das, was du auslieferst. Ja, wie viel Schmerz kannst du für einen Unternehmer letztendlich lösen und verändern? Ja. So, und das Schöne ist einfach auch, wenn wir uns mal dieses Marketing-Thema anschauen, wir wissen beide selbst, da sind hunderte Millionen von Umsätzen in den letzten 10 Jahren mit digitalen Produkten generiert worden. Im deutschsprachigen Raum alleine nur. Ja? So, und die Wahrheit ist, dass über 50% dieser Produkte niemals genutzt wurden. Ob es ein E-Book ist, ob es... Mehr, 80%. Sehr, sehr konservativ geschätzt. Sehr konservativ geschätzt, ja. Und es ist wirklich ein Service und Nutzen bei unseren Kunden auch, wenn wir hochpreisige Produkte und Programme letztendlich anbieten. Weil die Wahrscheinlichkeit, ja, dass er, wenn er 5.000, 10.000, 30, 50, 100, 150.000 Euro in ein Investment in sich selbst tätigt als Unternehmer, ja, als Mensch und dann auch wirklich für seine Ziele geht, ja, für das, was er wirklich verändern will, ist signifikant höher, als wenn er sagt, okay, ich kaufe mir ein Coaching für 500 Euro, ja. So, wir wissen aus Erfahrung, wir haben Kunden gehabt, die haben 2-mal das gleiche Produkt gekauft, ja. So, die haben im Januar das Produkt gekauft und im September nochmal das gleiche, weil eine andere Promo war. Und da sage ich mir, liebe Leute, was passiert da bei euch, ja. Und das ist wirklich auch ein Nutzen und ein Service am Kunden, ja, dass er wirklich in die Umsetzung reinkommt. Okay, sag mal so 3 Beispiele. Wir haben gestern im Vorgespräch darüber gesprochen. Gib mir mal 3 Beispiele von irgendwie, wo du denkst, ja,
die haben das richtig gut umgesetzt. Das ist irgendwie ein tolles Erfolgsbeispiel für dieses Businessmodell. Naja, also ich will dir keine Namen jetzt explizit nennen, aber ich versuche es mal grob zu umreißen, weil ich halt die gut vernetzt bin auch in der Branche. Wir haben sehr, sehr viele Trainer und Coaches hier auf Zypern leben. Ja, meine Vision für die Insel ist, dass es die Trainer- und Coaching-Insel ist. Ja, und es hat auch einen energetischen und spirituellen Grund, weil wir hier eine extrem hohe Schwingung haben. Durch die hohe Lichtintensität, über 320 Tage Sonne im Jahr. So, und dass von hier aus wirklich auch das Licht in die Welt rausgehen wird. Durch diese ganzen vielen wundervollen Trainer und Coaches, die wir hier haben, spirituelle Heiler, ganz wundervolle Menschen, die hier immer mehr hinkommen oder auch schon da sind. Und wie gesagt, ich beobachte diese Szene selbst sehr intensiv, teilweise aus Zusammenarbeit und Kooperationen, wo ich als Vertriebsleiter auch tätig war, wo ich das Sales-Team aufgebaut habe. Und da sind Beispiele bei, und das ist das Tolle, von Trainern, von Coaches, die bis vor 3 Jahren vollkommen unbekannt waren. Ja? So, die nicht erst 10, 15 oder 20 Jahre Personal Branding offline mit den klassischen Offline-Marketing-Methoden aufgebaut haben, sondern wirklich absolut raketenmäßig emporgeschossen sind. Ja? So, die mehrere Millionen Umsatz im Jahr generieren, teilweise siebenstellige Umsätze im Monat. Mhm. Vielleicht kannst du so ein paar, ohne das Training jetzt genau zu beschreiben, aber so ein paar Typen von Training geben, einfach so ein paar Beispiele, was für Trainings die anbieten, womit die so schnell erfolgreich geworden sind? Es beginnt damit, selbst ein eigenes erfolgreiches Online-Coaching-Business zu generieren. Der erste Schlüssel ist einfach mal, sich selbst zu erlauben, dass man für seine Coachings, für seine Zeit nicht mehr die gegen Geld tauscht. Ja, so viele Therapeuten, Heiler, Trainer, spirituelle Coaches tauschen Zeit gegen Geld. So, das ist in dieser Szene ist es sehr, sehr verbreitet. 50 Euro, 70, 80, 90, wenn du 120 Euro nimmst, dann ist es schon viel. Das erstmal abzukoppeln. Ja, und das ist durch dieses Geschäftsmodell Online-Coaching-Business abkoppelbar. Ja. Wie? Weil ich meine, du gibst ja trotzdem noch deine Zeit rein. Indem du deine Dienstleistung nicht mehr 1:1 in der Stunde tauscht, sondern das in einem Gruppencoaching zum Beispiel machst. Okay. Das ist schon mal ein ganz anderer Schlüssel. Und dadurch hast du 1 oder 2 fixe Termine in der Woche, ja, wo du deine Coaching-Class hast. Vielleicht hast du noch ein Q&A. Ja. Mhm. Das sind 2 fixe Termine. Und das ist ein ganz anderer Schlüssel, ob du das 1:1 machst oder du machst es mit 15, 20 oder 30 Teilnehmern. Mhm. Und der Coaching-Effekt ist bei weitem nicht schlechter. Es gibt nicht alle Bereiche, wo man es 1:1 umsetzen kann. Das muss man fairerweise auch sagen. Man muss sehr genau schauen, okay, ist es ein Business, was ich gerade mache, was ich auch in eine Gruppe transferieren kann? Oder sich die Frage zu stellen, wie kann ich es dann letztendlich transformieren? Ja. Wir haben auch die Geschäftsmodelle, dass wir online und offline kombiniert haben. Ja. So haben wir es damals vor 8 Jahren zum Beispiel gemacht, ja, dass wir ein Online-Coaching-Programm hatten über 7, 8 Wochen und dann einen Workshop nochmal mit bei. Ja, weil der Austausch nach wie vor 1:1 persönlich ist der Game-Changer. Da kannst du halt online noch so eine tolle Energie aufbauen. Wenn du persönlich zusammenkommst, ist es nochmal was ganz, ganz anderes. Ne? Mhm. So, Kombination und, daraus, die macht es letztendlich. Und du hast gesagt, gestern, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber so Bob Proctor hat noch 18 Monate gebraucht zur ersten Million und du siehst jetzt andere Leute in diesem High-Price-Coaching-Business-Modell machen es in 6, 5 oder sogar 3 Monaten. Ja. Das hat damit zu tun, dass wir einfach eine Manifestationsqualität mittlerweile erreicht haben, wo du in kürzester Zeit Dinge realisieren kannst, die vorher undenkbar waren oder 5, 10, 20 Jahre gebraucht haben. Das hat einfach energetische, spirituelle und Bewusstseinsgründe. Ja. Mhm. Und wenn sich jemand halt in dieses Feld andockt, ja, und da entsprechend mitarbeiten kann, dann ist das möglich. Das ist heute machbar. Und diese Menschen, diese Trainer und Coaches machen für uns alle neue Felder auf. Ja, sie bereiten einen neuen Weg auch.
Ja, für einen klassischen Offline-Unternehmer, wenn du dem das erzählst, ja, so, der glaubt dir das erstmal gar nicht, ja. So, der, sag ich mal, Produktionsstätten hat, der eine Kfz-Werkstatt hat, ja, oder was auch immer. Mhm. Ja, aber tatsächlich ist es machbar, ja. Und ja, die Grenzen sind tatsächlich nur in dem, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Mhm. Ja, und ich würde sagen, liebe Leute, denkt da mal kurz drüber nach und öffnet euch gerade mal einfach für diese Möglichkeit, ja, denn das ist ja ein natürliches Gesetz, dass wir nur das überhaupt erreichen können, was wir überhaupt für möglich erachten. Und ich glaube, das ist einerseits die, wie soll ich sagen, vielleicht die spirituelle, energetische Qualität. Das ist andererseits aber auch die soziale Qualität, ja, dass wir also mittlerweile weniger auf, wie soll ich sagen, traditionelle, langfristige Beziehungen, Vertrauen setzen, sondern halt einfach durch die geschaffene Transparenz, durch mehr Kommunikation einfach mehr ergebnisorientiert sind, ja, und auch das in dieser neuen Welt, die dynamischer ist, die schneller ist, die technischer ist, aber auch sehr viel mehr persönliches Qualitäten braucht, dass da einfach Leute, die Resultate bringen oder die Resultate faken und es wird so wahrgenommen, das kann natürlich beides sein, aber dass die einfach auf Dauer nicht funktionieren, einen Bonus kriegen, ne, und dieses Vertrauen entgegengebracht bekommen. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Bereitschaft bei uns in hochwertige Coachings zu investieren auch immer mehr wächst. Mhm. Also wirklich sich in sich zu investieren, ja, in fünfstellige Bereiche, diese Bereitschaft wächst immer mehr. Und der Grund ist ganz einfach, weil du kannst wie immer alles selbst ausprobieren. Es gibt ja mehr Wissen, als wir verarbeiten können. Ja, guck dir YouTube an, guck dir Insta an oder guck dir die Podcasts an. So viele Stunden hat dein Tag gar nicht. Ja, aber wenn du schnell vorankommen möchtest und wenn du nicht alle Fehler selbst machen möchtest, dann ist es geradezu sträflich, nicht mit einem Coach und Mentor zu arbeiten, weil der hat die ganzen Fehler und die ganzen Dinge schon alle selbst gemacht und du kaufst dir dieses Know-how und dieses Wissen einfach ein und bist dann durch natürlich viel, viel schneller und effektiver am Ziel und sparst dir Schmerzen und auch Lehrgeld. Ja. Jetzt nochmal kurz ein bisschen Butter bei die Fische so zu dem technischen Aspekt. Sag mir einmal kurz, das Wichtige ist ja natürlich, ich bin jetzt Coach, ich biete das an. Ich brauche natürlich trotzdem meinen Funnel. Ich brauche trotzdem meinen Traffic. Nein, brauchst du nicht. Meine Conversion. Trotzdem darfst du loslassen. Okay, gut. Ich brauche, nennen wir es anders, ich muss in Kontakt mit Interessenten kommen und diese von meinem Angebot überzeugen. Ja? Du brauchst eine Community. Erzähle mir, wie, weil ich tatsächlich, ich lebe noch so eher in dieser Welt mit, dann habe ich hier meine Videos, dann habe ich hier mein E-Book, dann habe ich hier meinen Videokurs, das baut alles aufeinander auf. Erzähl mir, wenn diese Pyramide rumgedreht ist, erzähle mir, wie läuft das in der Praxis ab? Das heißt, ich verstehe, es gibt viel weniger Schritte, es ist viel direkter, es geht viel schneller. Sag mir, wie wird das tatsächlich technisch und vom Kommunikationsweg her umgesetzt? Also nochmal zum Thema Verkaufen. Menschen kaufen ja von Menschen. Ob du dir einen Kärcher Dampfstrahler kaufst, ja, so den kaufst du dir vielleicht auch, weil du Vertrauen in die Marke Kärcher hast, aber wenn du in so ein Bauhaus gehst, ja, in so ein, wie heißt der in Deutschland? Baumarkt. Ja. Ja, so dann vertraust du dem Verkäufer, weil du sagst, alles klar, das, was er macht, das hört sich geil an. Im digitalen Leben ist es genauso. Es geht immer um Vertrauen und nichts anderes. Es geht um Vertrauen. Und wie kann ich dieses Vertrauen besser aufbauen, als wenn ich eine Community mache zu den Menschen oder mit den Menschen, die genau das Topic haben, was sie interessiert. So, und wir haben ja die fantastische Möglichkeit, dass wir dort in dieser Gruppe halt auch live gehen können. Das heißt, wir können uns genauso zeigen, wie wir das heute machen. Ja, vollkommen authentisch, ja, so wie wir einfach sind. Und das kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Ich komme selbst aus einer Marketingwelt und Verkäuferwelt raus, wo ich mit Uniform draußen rumgerannt bin. Ja,
wo du dich heute mal eine Krawatte anziehst, das sind ein oder zwei Tage mal im Jahr und ganz besondere Anlässe. Ja, aber wie, okay, ich verstehe mit der Community, okay, das, aber wie komme ich zu meiner Community? Ich meine, ich sitze vor Facebook, ich klicke erstelle Gruppe und dann ist da genau eine Person drin, nämlich ich. So, genau. Wie kommt da eine Person rein? Und dann hast du ja ein Privatprofil, ja, wo du auch schon mal im ersten Schritt die Menschen dort einladen kannst. Ja. Mhm. Du kannst Menschen aus artverwandten Gruppen, ähnlichen Interessenten Bereichen, kannst du kontakten und deine Community aufbauen. Okay, das ist aber natürlich sehr zeitintensiv. Ja. Du kannst das mit Facebook-Werbung nochmal unterstützen, ja, dass du nur zum Beispiel in die Werbung, in die Facebook-Gruppe Werbung reinbaust. Ja. Mhm. So, das ist möglich. Im Grunde genommen immer wieder die gleiche Frage. Alle bestehenden Möglichkeiten und Ressourcen nutzen. Hast du einen E-Mail-Verteiler, lad deine Empfänger aus dem E-Mail-Verteiler und wenn es nur 500 sind, in deine Gruppe ein und sag, hey, ich mache hier eine Gruppe, ich gehe da ein bis zweimal die Woche live, ihr kriegt hochwertigen Content von mir, ja, also Benefit bieten, ja, kommt in die Gruppe rein, ja. So, Empfehlung, ja, wir haben bei uns in der Gruppe, haben wir ganz viele und an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank an alle, die das schon getan haben, ja, die Gedankenkraft Mastermind empfehlen, weil sie sagen, hey, guck dir mal an, was der Stefan dort erzählt, ja, das sind tolle Tipps mit dabei, ja, so, letztens hatten wir eine siebenteilige Serie, Stefan-Live-Serie, wie du dir dein Wunschleben erschaffen kannst. Ja, also gibt Mehrwert. Und das wird dann letztendlich auch dann weitere Wirkungen zeigen. Okay, verstehe. Dann habe ich da meine Community an interessierten Leuten, ja, die wirklich, sage ich mal, ein bisschen, das sind nicht einfach nur irgendwelche Leute, sondern die interessieren sich für mein ganz spezielles Thema. Ja. Wie viele Leute brauche ich so, dass es sich lohnt, so ein Coaching zu starten? Weil ein Gruppencoaching fängt ja zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Ne? Wenn ich jetzt Einzelcoachings mache, kann ich ja jederzeit loslegen, sozusagen. Aber ein Gruppencoaching hat ja einen Anfangszeitpunkt und einen Endzeitpunkt. Damit sich das lohnt, damit da überhaupt eine Gruppe ist, ja, 200 bis 300 Members in der Gruppe sollten sein. 200 bis 300 Members in der Gruppe? Ja. Okay. Wie überzeuge ich diese Leute dann davon nochmal, dass es sich wirklich lohnt? Du hast gerade schon gesagt, Livestream-Serie oder so. Das hört sich schon fast so ein bisschen an wie so ein kleiner Lounge oder so mit Videos, die aufeinander aufbauen. Du hast eben gesagt, mehr eine Möglichkeit. Ne, du hast ja gesagt, man gibt nicht mehr so viel gratis. Das ist aber doch eigentlich dann auch schon wieder der gratis Videokurs sozusagen, der sonst vorher auf der Webseite passiert vollkommen ist. Vollkommen richtig, ja. Gelaufen ist einfach nur, dass es jetzt in der Facebook. Ja, ja, vollkommen richtig. Das Schöne ist, dass du Interaktion hast. Das heißt, du kannst direkt mit deinen Kunden, mit deinen Gruppenmitgliedern direkt interagieren, könnt ihr Fragen stellen, so wie sie das heute machen können. Also wenn ihr Fragen jetzt habt im Interview, der Martin liest die vor, schreibt mir die gerne rein. Wie gesagt, ich sehe nicht, wer live mit dabei ist oder was jetzt geschrieben wird. Der Martin kann das aber sehen. Genau, das ist der enorme Vorteil. Du hast direkten 1:1 Kontakt zu deiner Zielgruppe, ja, und kriegst dann natürlich enormen Mehrwert an Feedback auch raus. Wo drückt der Schuh? Wo sind die Herausforderungen? Wo sind die Probleme? Ja? So, wenn du bei mir in die Gruppe reingehst, da sind da drei Fragen drin, die mich halt interessieren. Ja? Und diese Fragen sind natürlich extrem wertvoll, auch für weitere Entwicklungen der Mastermind. Mhm. Okay, also das heißt einfach, das Ganze ist dynamischer sozusagen. Ja? Das ist Realtime, es ist Realtime, genau. Mhm. Mhm. Okay, erzähl mir so ein bisschen was, wie sieht dann das Gruppencoaching aus? Also das heißt, ich bin dann da einfach einmal die Woche online und coach die Leute, zwischendrin haben die Hausaufgaben oder wie sieht das genau aus? Genau, ganz genau, ja. So, ich sag mal, ein Modell ist halt einmal die Woche Content zu liefern und dann nochmal Q&A zu machen, um Fragen zu beantworten. 1-2 Hausaufgaben aufgeben, wenn du möchtest, ein PDF erstellen dazu oder ein kurzes Quiz, ja, also da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann, ja, wichtig ist die Aktivierung, dass halt die Coaches in die Umsetzung reingehen, ja, und wir haben allein bei dieser
bei dieser Serie hier mit den 7 Teilen haben wir phänomenale Erfolge gehabt, also wirklich Durchbrüche schon. Wir haben Traum Creation gemacht, es war sensationell, was da bei den Leuten schon passiert ist. Ne? Okay, ah, ja, super. Okay, also dann lass uns mal überleiten und erzähl mir etwas zu dem Coaching, was du jetzt ganz konkret startest, ja, und zu genau. Der Community, die du aufgebaut hast, also vielleicht so ein bisschen innerlich, was ist das Ziel oder welches Problem löst du sozusagen mit diesem Coaching, was jetzt kommt? Ja, das Coaching heißt Gedankenkraft-Frequenz-Coaching und das Ding ist einfach, dass alles mit unseren Gedanken zu tun hat. Alles, was bei uns in unserem Leben passiert, steuern wir zu einem extrem großen Teil durch unsere Gedanken. So. Das meiste passiert halt unbewusst. 97% steuert das Unterbewusstsein. Und wir müssen halt A, wissen, wie funktioniert das Unterbewusstsein und B, wie sind die Gesetze des Geistes. Und da habe ich ja die neuesten wissenschaftlichen und auch spirituellen Erkenntnisse aus den letzten 30 Jahren vereint, um wirklich das konzentriert auf den Punkt zu bringen, was es braucht, damit deine Realität sich verändert, damit deine unterbewussten Blockaden, deine Glaubensmuster sich verändern, dass du wirklich eine andere Realität im Außen wahrnimmst. Mhm. Und egal, wie sie jetzt aussieht, ob du 20 Kilo abnehmen möchtest, ob du von einem fünfstelligen auf einen sechsstelligen Monatsbusiness im Coaching gehen möchtest oder ob du einfach mehr Glück haben möchtest. Ja? Die Prozesse, die Vorgehensweise sind immer die gleichen. Und ja, meine Mission ist es einfach, den Menschen zu zeigen, du kannst sein, tun und haben, was immer du möchtest. Du bist ein mächtiger Schöpfer. Du kreierst deine Realität, dein eigenes Universum. Wir alle leben in einem vollkommen eigenen Universum. Du genauso, ja, in deinem inneren Universum, wie jeder von uns. Ja. Und wichtig ist halt zu erkennen, wie können wir das verändern und wie funktioniert unser Gehirn, wie funktioniert unsere Psyche und wie kann ich das alles nutzen und einsetzen, dass ich mich nicht irgendwo von abhängig mache, sondern dieses Gedankenkraft-Frequenz-Coaching ist auch ein Selbstkontroll- und Regulationssystem. Ja? Das heißt, du kriegst Tools an die Hand, ja? Wie du wirklich dich auch kontrollierst. Machst du Fortschritte, machst du genau die Dinge, die, ja, die dich verändern oder die deine Realität verändern. Mhm. Ja, mach mal deinen Werkzeugkoffer auf und sag mal so ein paar Tools, die darin vorkommen, dass ich mir das irgendwie konkreter vorstellen kann. Ein Schlüsselbegriff sind natürlich Gewohnheiten. Mhm. So, es reicht jetzt nicht, einmal den neuen Gedanken zu denken oder den zweimal zu denken oder über eine Woche zu denken, sondern Gewohnheiten sind der Schlüssel zur Veränderung und zur Umprogrammierung unseres Unterbewusstseins. Das heißt, ich zeige dir in dem Gedankenkraft-Frequenz-Coaching, wie du mit deinen geistigen Fähigkeiten, und du hast bereits alles schon, was du brauchst, um dein Traumleben zu leben. Es ist bereits alles da. Von der Schöpfung haben wir bekommen, das, was wir brauchen, um uns genau das Leben zu erschaffen, was wir haben möchten. So, und das lernst du halt Schritt für Schritt, wie speziell auch deine Gedanken, dein Geist funktionieren, weil das ist, ich bin da echt in die Tiefe gegangen, ja, so, es ist, natürlich hat es mit Law of Attraction zu tun, natürlich hat es mit den hermetischen Prinzipien zu tun, aber es lohnt sich wirklich, das in der Tiefe zu betrachten, die Konsequenzen daraus anzuschauen und dann auch bei sich anzuwenden. Das heißt, ich kriege praktisch komplettes Trainingsmodul, um meinen Geist neu zu programmieren und auf die Ziele auszurichten, die ich setze. Ganz genau. So. Eine wichtige große Erkenntnis ist zum Beispiel, dass dein Gehirn eine Sende- und Empfangsstation ist. So. Und wir gehen in das Zeitalter rein, wo wir keine Kommunikationsprothesen mehr brauchen. Sprich Smartphone. Deshalb auch Frequenz, dass du dieses Frequenz noch dazu gepackt hast, sozusagen. Ganz genau, ja. Und Frequenz deshalb, weil einer der Schlüssel der Manifestation ist es, permanent in einer hohen Schwingung zu sein und permanent in einem hohen Glücksgefühl zu sein. Ganz wichtiger Punkt. Freude, Dankbarkeit, Interesse, Liebe, also diese Liebe zum Beispiel, Bliss, ja,
Ich habe das hier an der Pinnwand hängen. Enlightenment zum Beispiel, also Bliss, schwingt auf einer Einheit von 7 bis 1000 Einheiten. Das ist die höchste Frequenz, die du haben kannst, wenn du im Bliss-Zustand bist. Ja, darunter kommt Peace, also wirklich tiefer Frieden, emotionaler Frieden, den du in dir hast. Da sind wir bei 600. Joy, also glücklich sein. Das ist die dritthöchste Schwingung, in der du dich befinden kannst, sind 540 und Liebe bei 500. So, und das ist der Schlüssel zum Beispiel, wirklich zu schauen, wie oft im Tagesgeschehen bin ich in dieser Frequenz und wie oft holt mich das Außen immer wieder runter durch Ereignisse. Mhm. Und die Ereignisse im Außen sind niemals die Ursache und sind niemals das, was mein Glück verantwortet, sondern es beginnt immer in und bei uns selbst. Das heißt, lass mich das einmal nochmal so zusammenfassen, ob ich das richtig verstanden habe. Das heißt, es geht praktisch darum, die Person mit ihrem Gehirn, ihrem Herzen, mit ihrem Körper, es strahlt ja alles sozusagen, wie als jede einzelne Zelle strahlt ja. Es geht darum, mit der Kraft der Gedanken und einem guten langfristigen System und Gewohnheiten dafür zu sorgen, dass einfach da abgestrahlt wird, bring mir mehr von Glück, Liebe, Zufriedenheit, Frieden und so weiter. Das, was du in deinem Leben erfahren möchtest. Ja. Dass du dir genau das Leben erschaffst, wie du es haben möchtest. Okay, das heißt, finde ich auch sehr interessant, Dr. Joe Dispenza sagt das ja auch, normalerweise ist es ja sozusagen Denken, Tun, Sein und das Gleiche, was du auch sagst, in so einer Quantenrealität kann man das Tun eigentlich rausnehmen und man kann direkt sozusagen vom Denken und Fühlen zum Sein springen, indem man eben sich halt mit dieser Energie verbindet und dann ganz zufällig die richtigen Leute trifft, die richtigen Ideen hat, die richtigen Sachen irgendwie halt so passieren im Außen. Das Universum ist immer für uns. Das heißt, diese Intelligenz, diese schöpferische Intelligenz, ich will mal anders anfangen. Alles, was im Universum erschaffen wurde, wurde aus dem geistigen, unsichtbaren Bereich in die materielle Welt hinein gedacht und erschaffen. Uns beide inklusive. So, wenn du uns auseinander nimmst und unter einem Elektronenmikroskop legst, dann wirst du feststellen, dass wir aus Atome bestehen. So, mit dem Kern. Und die Quantenphysik weiß seit Jahrzehnten, dass da 99,99999999% nichts zwischen ist. Da ist Raum zwischen. Mhm, mh. Der Raum ist aber nicht tot oder ein schwarzes Loch, sondern es ist ein denkender Stoff, es ist ein intelligenter Raum. So. Mhm. Und er wird gesteuert durch eine unendliche Intelligenz und wir sind durch diese Energiefelder mit dieser unendlichen Intelligenz verbunden. Wir können sie nutzen, wir können sie für uns arbeiten lassen. Sie ist komplett neutral. Diese Energie ist neutral. Mhm. Sie ist nicht gut, nicht schlecht. So, und wir haben von der Schöpfung, von dieser Intelligenz, haben wir eines der mächtigsten Manifestationswerkzeuge mit in unser Leben hineinbekommen. Das sind unsere Gedanken. Und es ist ja praktisch Gedankenkraftfrequenzcoaching ist ein Selbstermächtigungssystem, was dich aus den Abhängigkeiten der Außenwelt herausholen wird, weil du erkennst, wie dein Geist funktioniert. Du meisterst deine Gedankenkraft. Du meisterst deine Fähigkeiten, dein Unterbewusstsein zu programmieren. Ich habe dieses System seit 2 Jahren im permanenten Einsatz. Und du hast vorhin ein Projekt angesprochen mit einem Geschäftspartner, von dem ich mich mehr oder weniger unfreiwillig getrennt habe, ohne in die Details reinzugehen. Und seit diesem Zeitpunkt arbeite ich mit diesem Gedankenkraft-Frequenzsystem. Und es hat mich permanent weitergebracht. Also wirklich aus den tiefsten Punkten, eines meiner tiefsten Punkte meines Lebens. Und ich weiß, weil ich selbst erfahren habe, dass du mit diesem System, mit diesem Wissen, mit diesen Fähigkeiten und mit diesem es ist einfach ein System, dass du alles in deinem Leben erreichen kannst. Mhm. Die Grenzen sind allein nur in deinem Kopf, in deiner Konditionierung, in deinen Glaubenssätzen, was du gelehrt worden bist zu glauben und was nicht. Mhm. Ich sag mal ein Beispiel.
Ja, wirst du als Kind in eine Arbeiterfamilie hineingeboren? Ja, so, dann ist es höchstwahrscheinlich eine verbreitete Meinung, dass Geld verdienen nicht einfach ist. So, dass Millionäre ihr Geld nicht auf dem, ja, diese ganzen Glaubenssätze, ja, so auf dem ehrlichen Weg erwirtschaftet haben, ja, oder dass sie andere übervorteilen und und. Wirst du in eine Millionärsfamilie hineingeboren, wirst du automatisch mit einem ganz anderen Money-Mindset sozialisiert als derjenige, der in eine Arbeiterfamilie hineingeboren wird. Mhm. Jetzt können wir es noch eine Stufe weitermachen. Wirst du als Kind eines Milliardärs geboren, kann ich dir versichern, wirst du mit ganz anderen selbstverständlichen Glaubenssätzen groß werden und die Welt mit einer vollkommen anderen Sicht wahrnehmen, handeln, denken und tun und sein, als derjenige, der in einer Arbeiterfamilie oder Millionärsfamilie aufgewachsen ist. Die Welt ist aber genau die gleiche. Nur deine Interpretationen, das, was du glaubst, was in dein Unterbewusstsein seit Kind an hineinprogrammiert wurde, ist eine andere. Okay. Wir sind jetzt in dem Zeitalter, dass wir das erkennen dürfen, dass wir uns befreien dürfen, dass wir selbst programmieren können, dass wir selbst erschaffen können, was wir immer sein, tun und haben wollen. Mhm. Und das liegt mir am Herzen, das möchte ich in die Welt bringen und deshalb die Gedankenkraft Mastermind-Gruppe hier und auch das Coaching. Mhm. Und das, was noch kommen wird. Und wie lange dauert das, bis ich so einen Erfolg habe, bis ich erste Erfolge erzähle? Also, ich kann es gerne nochmal wiederholen. Wir haben letzte Woche diese sieben Tage gemacht, ja, sieben Schritte, um dir dein Traumleben zu erschaffen. Und da ist ein Modul zum Beispiel mit dabei, wie du dein Traumleben in einem Film erschaffst. So, und da waren bereits Durchbrüche bei, die waren phänomenal, ja. So, dass die Leute wirklich, ja, einfach richtig, richtig krass erste Mal gemerkt haben, hey, ich habe ja diese Macht, mich auch mit meinem Traumleben wirklich gedanklich und visuell zu verbinden. Und das ist nicht irgendwie was Spinnertes. Und mittlerweile sind die Menschen schon so gut trainiert, da gibt es ja unterschiedliche Stufen. Ja? So, du denkst irgendwas, du stellst dir das Bild vor, du sitzt, sag ich mal, in einem Kino. Ja? Aber da waren Teilnehmer bei, die waren mitten im Film drin. Ja? Und erleben diesen Film mit allen Sinnen, mit Riechen, Schmecken, Hören, so. Und das ist wirklich Magic. Das heißt, du erlebst dein Traumleben schon genau so, wie es sein wird. Mit allen Sinnen. Du bist die Hauptrolle. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, kommt dir da wahrscheinlich auch deine Hypnoseausbildung und so weiter sehr zugute, dass du halt direkt diese unterbewussten Prozesse auch ansprechen und aktivieren kannst. Ich arbeite nicht mit Hypnose. Also es ist wirklich wie gesagt, diese Fähigkeiten und diese Dinge, die hat jeder von uns bereits in sich selbst. So, es geht einfach darum, dass wir niemals gelehrt wurden, wie können wir diese geistigen Fähigkeiten für uns nutzen. Das Schulsystem. Gib mir noch mal ein paar Beispiele. Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Sagst du mir dann jetzt, genau, Martin, führt dein Dankbarkeitstagebuch oder Martin, nein, hier ist die Audiomeditation, hör die dir jeden Tag an oder was? Es ist eine Mischung daraus. Du hast das Schlüsselwort gerade schon gesagt. Vorstellen. Deine Visualisierungsfähigkeit, deine Vorstellungsfähigkeit in deinem Geist, dass du dir etwas bildlich vorstellen kannst, ist unglaublich mächtig. Praktische Beispiel, setz dich heute Abend oder morgen früh an einem wunderschönen Ort, ich weiß, du lebst im Schwarzwald, das ist richtig schön, in aller Ruhe irgendwo hin. Und dann kreierst du dir dein Traumleben. Das ist eine Übung, die wir gemacht haben in diesen sieben Tagen. So. Mit allem, was dazugehört. Und jetzt kommt, lass deine Logik, lass dein Ego am besten am Baggersee. Schick den da hin und sag, pass mal auf, Ego, wir haben jetzt hier zu tun, ich brauche dich aber gerade nicht. Nichts gegen dich, aber ich brauche dich nicht. Schalte dein Ego, schalte deine Bewertung aus. Und dann fang an zu träumen, wie du noch niemals geträumt hast oder als Sechsjähriger geträumt hast. Alles ist möglich. Wie sieht dein Traumleben aus? Wo lebst du? Mit wem lebst du dort? Was machst du? Was ist dein Traumbusiness? Wie verläuft dein Tag? Wie beginnst du morgens deinen Tag? Bist du am Meer? Ja, so lebst du in der Karibik? Lebst du in Australien? Gehst du morgens surfen? Ja, sitzt du am Meer, meditierst und visualisierst? Ja, so wie viele Stunden arbeitest du am Tag? Pack da so viel Details rein wie nur möglich. Und wie gesagt, alles ist möglich. Wenn du sagst, hey, ich fliege morgens nach Paris und abends fliege ich
soll wieder eine neue Concorde kommen, ja, fliege ich zurück nach Brüssel oder was auch immer, alles ist möglich. Wir werden noch erleben, dass wir in den Weltraum fliegen können. Alles ist möglich. Die Grenzen sind nur in unserem Geist. Erschaff dir dein Traumleben. Das ist die Ursache. Mach eine schöne Musik mit dazu, deine Lieblingsmusik. So, und dann kommt die Praxis. Dreimal täglich, morgens, mittags, abends, 5 bis 10 Minuten reicht es. Geh immer wieder in diesen Film rein, geh immer wieder in dieses Bild rein. Mhm. Mach dir einen Wecker, ja, Habit, ja, also Gewohnheit. Mach dir einen Wecker in deinem Kalender, morgens 8 Uhr, als Gewohnheit, alles klar, 5 Minuten visualisieren. Musik anmachen, in die Energie reingehen, träumen, wow. Und ich sag dir, das wird immer geiler, das wird immer bunter, das wird immer cooler. Mhm. Ja. Und dann verbinde dich mit deinem Zukunftsavatar, mit dem Martin Glanert, der schon dort ist, wo du hin willst. Und jetzt wird's Magic, weil der weiß alles, was du noch nicht weißt. Mhm. Der ist die ganzen Schritte schon gegangen, mhm, und der weiß alles, was zu tun ist. Das heißt, wenn du gerade in deiner Lebenssituation bist und sagst, hey, ich weiß gerade nicht weiter, dann frag deinen Zukunftsavatar. Mhm. Was ist jetzt der nächste richtige Schritt? Und der wird dir Dinge erzählen, ja, wo du sagst, okay, machen, umsetzen, weil der ist schon dort. Das ist pure Magie. Du kannst auch bei so einer Situation kannst dein Unterbewusstsein fragen. Dein Unterbewusstsein wird dir immer eine Antwort geben. Mhm. Abends vom Schlafen gehen, sagst du, hey, was ist der nächste richtige Schritt? Wie soll ich mich entscheiden? Gib mir bitte Antwort, gib mir bitte Führung. Dein höheres Selbst fragen. Wir haben alles, was wir brauchen. Okay. Cool. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ich bin gespannt. Also wer sich dafür interessiert, der kann ja auch noch mal gerne da in der Gruppe gucken. Kann sich noch mal dieses... Genau, unter Videos einfach in der Videobibliothek sind alle Videos nochmal drin. Die Kommentare dazu durchlesen von den Leuten, die da was gepostet haben. Ja, Stefan, ich finde es auf jeden Fall total spannend, wie dein Weg sozusagen weitergeht, ja. Und dann, dein Leben ist ja, wie gesagt, deutlich schneller und abwechslungsreicher und auch dynamischer als jetzt so ein Standard-Angestellten-Leben, ja. Und ich denke, was dich da besonders auch ausmacht, ist, dass du... Wie soll ich das sagen? Dass ich die Zeiten erlebt habe mit dir, wo du halt irgendwie voll am Boden warst und nicht mehr weiter wusstest. Ne? Hast du gesagt, da hattest du noch 10 Euro in der Tasche. So, der Vermieter möchte auch schon länger sein Geld haben und irgendwie von der Schwingung her ist es richtig, richtig low sozusagen. Ja? Und dann das zeigt mir schon, dass das, was du tust, funktioniert sozusagen, ja, weil ich einfach deine persönliche Entwicklung gesehen habe und ich wünsche mir, dass halt viele Leute das machen und vor allem wünsche ich halt, dass ich bin ja, komme aus der klinischen Psychologie und da ist es immer so, die Leute von, sag ich jetzt mal, -5 auf 0 kriegen, ja. Das Schöne von dem, was wir jetzt machen können, ist, wir arbeiten mit Leuten, die sind vielleicht bei 0, aber vielleicht auch schon bei 1, 2, 3 und 4 und wir können sie auf 10 oder 100 sozusagen bringen. Und das, finde ich, ist ja das ganz Interessante, wenn man halt eben diese gleichen Techniken nimmt und weiterentwickelt und dann aber so stark in diesen positiven Bereich vorstößt. Du hast wirklich alle Möglichkeiten, die du brauchst. Alles ist in dir selbst drin und es braucht nichts im Außen. Das ist die ganz, ganz große Erkenntnis. Und du hast mich ja vorhin hier so ein bisschen auch nach dieser Zypern-Community gefragt. Mhm. Ich organisiere seit anderthalb, fast 2 Jahren den Zypern-Stammtisch für die deutsche Unternehmer-Community hier in Larnaca. Wir sind immer zwischen 40 und 60 Teilnehmer hier. Und was mich absolut fasziniert, ich habe noch niemals in meinem Leben so viele tolle, liebe Menschen kennengelernt. Mhm. Ja, also mein Netzwerk in den letzten 2 Jahren hat sich enorm erweitert. Und da sind Menschen bei, die mit Anfang 20 ja, enorm erfolgreich sind. Also wirtschaftlich, auch vom Mindset. Ja, so, wo ich mir sage, hey, die erzählen mir dann Stories. Ja, ich habe mit 14 angefangen oder mit 16 angefangen. Und ich sage, Stefan, was hast du gemacht? Da habe ich noch mit Lego Technik gespielt. Mhm. Weißt du?
So, da haben die ihr erstes geiles Business aufgebaut. Das ist heute eine ganz andere Zeitqualität, weil vor 30 Jahren gab es das Internet noch nicht. Da hatten wir noch nicht diese Möglichkeiten. Mhm. Aber die werden ganz normal mit diesen Möglichkeiten einfach groß. Das ist vollkommen normal. Die kennen die Welt gar nicht anders. So, und wenn mir einer fragt, wie alt bist du, dann sage ich immer, ja, ich kenne noch die Zeit, wo es 3 Sender gab. Ja, so ARD, ZDF und das dritte Programm. Und um 1 Uhr gab es ein Testbild. Da war Feierabend. So alt, so. Und dann kam erst das Internet, vorher kamen noch die privaten Sender. Also es gibt wirklich fantastische Möglichkeiten, die wir heute haben. Die Welt dreht sich schneller und wichtig ist, aus diesem Opferbewusstsein herauszukommen, ja, dass da draußen jemand was mit uns macht oder uns was antut, sondern in unsere Schöpferkraft reinzukommen. Ja. Und das ist meine Passion, dass wir wirklich die Schöpfer unseres eigenen Lebens sind. Und wir dürfen halt einige Zusammenhänge lernen. Das ist uns nicht in der Schule beigebracht worden, verständlicherweise. Mhm. Weil wenn du dich selbst ermächtigst, dann bist du nicht mehr steuerbar, dann bist du nicht mehr manipulierbar, ja, für die Außenwelt. Und das wollen natürlich gewisse Systeme halt nicht so haben. Ja. Aber es ist machbar und jeder hat die Möglichkeit. Und deshalb habe ich mich jetzt einfach auch auf den Weg gemacht, durch das Gedankenkraft-Frequenz-Coaching, durch die Mastermind und auch die Sachen, die noch kommen werden, einfach ganz, ganz vielen Menschen, die das lernen wollen, diese Möglichkeiten an die Hand zu geben. Mhm. Ja, dann würde ich mal sagen, so meine letzte Frage an dich ist, befrag doch mal deinen Zukunftsavatar, ja, wann werden wir uns widersprechen und was werden dann die Themen sein, was kommt dann? Also wo geht die Reise für dich gerade hin? Also meine Planung ist, wie gesagt, hier diese Community sehr groß zu machen, in einen fünfstelligen Mitgliederbereich reinzubringen in den nächsten 1-2 Jahren. Das ist die Vision. Und dann gibt es das Projekt Reisen zu Kraftorten, wird es wieder geben, weil es halt einfach mit der Frequenz auch zu tun hat. Menschen an die Kraftorte dieser Erde zu bringen. Da gibt es 7 oder 14 Hauptkraftorte, die wir auf dem Planeten haben. Da ist Ägypten der Hauptkraftort. Und meine Vision war schon immer seit 5-6 Jahren, spirituell erwachte Unternehmer mit diesen Kraftorten auch zu verbinden. Das wird, ich denke mal, dieses Jahr noch starten, dass wir da die ersten Dinge machen und in diese Richtung wird es reingehen. Ja. Also ich möchte, mein großer Traum ist, dass wir wirklich, ja, dass die Menschen frei sind von ihren Ängsten, ja, dass sie alle ihre Ängste transformieren, dass sie wirklich ihre Potenziale, ihre Schöpfermöglichkeit dazu beitragen, dass wir alle die Welt, wie wir sie haben wollen, ja, diese neue Welt auch erschaffen können. Und die ersten zarten Pflänzchen, die haben wir ja seit den letzten Jahren, sehen wir die. Ja. Menschen tun Dinge anders, nachhaltig, ja, ökologisch sinnvoll. Und es passiert einfach. Ja. Das ist ein Prozess, der geht nicht von jetzt auf gleich, aber wir werden einfach sehr viele schöne, tolle Dinge in der Zukunft auch sehen. Wir sind in dieser Übergangsphase von 2018 bis 2024. Es wird richtig, richtig spannend werden, ja, aber jeder kann dort definieren, in welche Zeitlinie er sich hinein entwickeln möchte und ich werde meinen Anteil dazu beitragen. Super, Stefan. Ich danke dir, das war ich danke dir für deine tollen Fragen. Ja. Ich bin total gespannt, wo deine Reise hingeht. Ich bin gespannt auf dein Gedankenkraft-Frequenz-Coaching. Ich bin vor allem sehr gespannt, vielleicht demnächst dann auch einige Coaches von dir hier zu haben, die sozusagen durchstarten und hier phänomenale Ergebnisse produzieren. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich drauf. Und wen jetzt das Gedankenkraft-Coaching weiter interessiert, ich denke, der soll dir einfach auf Facebook schreiben, ne? Einfach in die Gruppe kommen. Genau. Schreiben und dann geht da der persönliche Kontakt weiter. Ja, ich freue mich, dass ihr live dabei wart, auf YouTube, auf Facebook und für alle, die jetzt den Podcast hören, wenn ihr im Nachgang noch Fragen habt, über einen der Kanäle könnt ihr den Stefan erreichen, um ihm weitere Fragen zu stellen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann bei Naturepreneurs. Ciao. Danke. Für euch alle nur das Beste. Ciao.